Ich will noch eine Sache probieren mit der Keurüstung jetzt. Ich will mal wissen, wie hoch der Panzerungswert jetzt ist. Ich lass mich mal von irgendwas angreifen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Grounded im neuen Teich-Update. Meine lieben Freunde, in einem unglaublichen Twist, den niemand hat kommen sehen, haben wir es beim letzten Mal tatsächlich geschafft. Upsala, ich muss nochmal anfangen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Grounded im neuen Teich-Update. Meine lieben Freunde, in einem unglaublichen Twist haben wir es beim letzten Mal geschafft, die Materialien zu bekommen für die Koi-Rüstung. Es ist unglaublich. Man kann nämlich diese Koi-Schuppen finden tatsächlich bei der Teichbase, bei dem Teichlabor. Das ist erst gar nicht so offensichtlich, weil die sehen aus wie normale kleine Steinchen. Es ist der Wahnsinn. Wenn ihr das nicht gesehen haben solltet, rechts oben in der Ecke ist immer die komplette Playlist verlinkt. Und wenn ihr das hier feiert, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich freuen. Weil wir jetzt die Materialien haben, können wir das jetzt craften. Jetzt muss ich noch mal kurz hier nochmal ihn rausholen. Hier, das hier muss ich rausholen, meine ich. Und dann können wir das machen, oder? Warte mal, fehlt dir jetzt noch irgendwas? Muss ich drüber nachgucken jetzt? Wir haben ja den Helm, den haben wir ja schon. Und eine Schuppe hatten wir doch auch noch. Oder bin ich jetzt blind? Und einen Knochen hatten wir doch auch noch. Nee, hatten wir nicht. Aber das müsste trotzdem passen, warte. Ich kann ja mal gucken. Ja, hier, guck mal. Koi-Schuppen-Brustplatte. Ja. Und Koi-Schuppen-Beinpanzer. Jetzt haben wir keine Schuppen mehr. Genau. Ja, geil. Dann haben wir jetzt die komplette Koi-Rüstung, meine lieben Freunde. Nice. Dann nehme ich mir hier mal den Helm raus. Verzeihung, ich nehme mir hier den Helm raus. Ich will jetzt nämlich mal probieren. Ich will jetzt probieren, ob wir jetzt in der Lage sein werden, mit dieser Koi-Rüstung genauso lange unter Wasser zu bleiben, wie mit dem Helm, mit dem Taucherhelm. Denn eigentlich müsste das jetzt so sein. Ich muss noch mal schnell noch mal eine Afit essen. Und vielleicht sollte ich mal ein bisschen was, Oh, ich muss trinken. Hey, was habe ich jetzt? Habe ich mich irgendwie gerade vergiftet oder so? Nee, alles gut. Ich brauche Fleisch noch. Ich müsste mal irgendwie noch was ans Drying-Rack hängen. Weevil! Ach, du bist im Wasser. Ich lass dich leben. Hey, der Lehm ist neu gespawnt vor der Haustür. Geil. Neues, da werden wir ja überleben. So, dann gehen wir mal hier rauf. Schnellreise und so. Ich habe immer noch nicht das Schnellreise-Dings gebaut für die Pagode. Das müssen wir unbedingt mal machen demnächst. Müssen wir unbedingt mal auf die Prio-Liste setzen hier. Damit wir mal schneller zum Teich kommen. So, ich bin auf Weg, meine lieben Freunde. Ich bin auf Weg. Meine lieben Freunde, jetzt bin ich gespannt. Also es wurde ja, wie gesagt, schon festgestellt, dass die Koi-Rüstung ja ein Rüstungsset ist. Und dass die Bonuseigenschaften eines Rüstungssets ja erst dann zum Tragen kommen, wenn das Set vollständig ist. Von daher würde ich jetzt davon ausgehen, dass wenn wir das Set vervollständigen, dass wir den Bonuseffekt des länger unter Wasser bleibens dann auch bekommen. Und dann ist aber wieder die Frage, bleiben wir da länger unter Wasser mit, als mit dem Helm, oder ist es gleich lang? Das ist so die Frage. Ich springe jetzt hier mal ab. Weil ich muss ja nicht so weit, eigentlich. Ich kann ja eigentlich hier gleich weiterlaufen. Das Geile ist, man kann ja auch von der Line abspringen. Wenn man ein bisschen abkürzen möchte, zum Beispiel. Schlau, hä? Und da wird gerade gefragt, wann kommt wieder Forest? Weiß ich nicht. Ist eigentlich nicht hoch auf meiner Prioritätenliste. Tatsächlich habe ich vor, möglicherweise demnächst etwas Neues auszuprobieren, das schon auch mal angefragt wurde, ob ich das mal machen möchte. Mal gucken, wo ich mich aber noch ein bisschen gegen gesträubt habe. Mal schauen, ob es zeitlich passt, aber das hängt alles von der zeitlichen Planung ab. Grundsätzlich, wenn ihr euch wundert, warum ein Projekt nicht mehr kommt oder warum keine neuen Folgen eines laufenden Projektes nicht mehr kommen, ist in der Regel der Grund mangelnde Zeit, egal was das für ein Projekt ist. Und dann kombiniert mit der Tatsache, dass für das Projekt, das pausiert oder beendet wurde, kein neuer Content
im Spiel drin ist. Oder wir uns den neuen Content schon komplett angeschaut haben, wie zum Beispiel im Fall von Subnautica. Da haben wir ja im Grunde eigentlich schon alles gesehen von dem neuen Content, weil wir uns ja den Experimental reingezogen haben. So, jetzt habe ich die Keurüstung komplett. Und verbrauche ich jetzt... Nee, nicht wirklich. Guck mal, das bringt gar nichts. Das bringt fast gar nichts, würde ich jetzt sagen. Ich habe doch die komplett an jetzt. Ja. Ich sehe zwar ziemlich cool aus, aber es bringt irgendwie fast gar nichts, finde ich. Aber hä? Wozu dann der Aufwand, diese Keurüstung zu machen? Frage ich mich. Warte mal, ich muss mal kurz lesen hier. Was steht denn hier? Ein echter Panzer aus Koi-Karpfenschuppen. Stabil und wasserschnittige Beinplatten aus Koi-Karpfenschuppen. Die schützen und vergrößern sogar noch das Schwimmtempo. Echt? Davon merke ich irgendwie auch nichts. Also ich bin nicht so schnell wie mit den Flossen. Warte mal, das können wir jetzt mal probieren. Mit den Flossen bin ich viel schneller. Guckt euch das mal an, den Unterschied hier. Bin viel langsamer. Es ist so ein Mittelding, habe ich so den Eindruck, zwischen ohne Flossen und mit Flossen. Es ist so ein Zwischenschwebezustand irgendwie. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das so geil finde mit der Rüstung. Muss ich jetzt mal so sagen. Ich finde, die ist noch buggy, ja. Entweder das oder die ist, naja, nicht so geil einfach. Naja, ich weiß nicht. Dann kann ich auch eigentlich drauf verzichten. Dann kann ich da auch eigentlich erstmal drauf verzichten. Ich will jetzt erstmal sowieso... Oder warte mal, eigentlich nicht. Eigentlich will ich nochmal gucken, ob hier noch irgendwo Research Points sind. Im Wasser. Aber irgendwie möchte ich auch gerne mal die Schnellreise bauen jetzt. Aber bauen ist ja immer so ein bisschen so ein Thema. Vor allem, das ist gar nicht so einfach, merke ich gerade. Ich muss ja auf die andere Seite des Sees dafür. Und da muss ich ja... Da muss ich ja darüber. Gibt es da hinten Material zum Bauen? Und meine Axt ist auch fast kaputt. Nee, ich muss noch mal nach Hause und mein Material... Also mein Werkzeug reparieren. Meine Axt ist ja fast im Eimer. Oder kann ich das auch irgendwie unterwegs machen? Nee, das muss ich an der Werkbank machen, wa? Das Reparieren von der Axt... Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Da brauche ich ja hier wieder Quarzit dafür. Sonst geht das ja wieder nicht. Es gibt Quarzit hier in der Gegend. Warte mal, beim Spade Gulch gibt es das. In der einen Höhle. Nee, ich gehe nochmal zur Base zurück. Wir müssen ja dann eh oben auf der Base noch eine Seilrutsche bauen, damit wir das dann verbinden können und so. Dann fangen wir erstmal da an, würde ich sagen. Mann. Ich will noch eine Sache probieren mit der Keurüstung jetzt. Ich will mal wissen, wie hoch der Panzerungswert jetzt ist. Ich lass mich mal von irgendwas angreifen. Haben wir hier irgendwas, was mich angreifen kann? Hier, warte mal, hier drüben sind doch immer diese Spinnen. Irgendwo hier. Ich will das jetzt mal ausprobieren. Hier, warte mal. Keurüstung jetzt. Wir testen die Keurüstung. Wie viel Schaden wird sie absorbieren? Wo ist er? Wo sind denn hier mal Gegner? Weißt du, das ist immer typisch. Wenn du mal angegriffen werden willst, kommt immer keiner. Kommen immer alle nur angeschissen, wenn du gerade keine Zeit hast und beschäftigt bist. Ah, hier Spinne jetzt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich will das jetzt wissen. Hier Spinne, komm mal her. Greif mich mal an. Ja, schön. Daneben. Okay. Aua. Ey, hört auf mich an zu pupsen. Was soll das? Das bringt ja fast... Also, die ist ja nun nicht so geil, muss ich mal sagen, die Rüstung. Ich weiß nicht, wie das ist. Vielleicht kann man sich ja vom Koi damit besser verschlucken lassen. Kein Plan. Kommt sie mir nach? Nee. Ich zieh mal lieber wieder meine Mariechenkäfer-Rüstung an. Ich glaube, die ist geiler. Die heilt mich wenigstens auch noch. Also, die Koi-Rüstung ist ja mal ein Rohrkrepierer auf jeder Ebene. Muss ich jetzt, also ist hochaufwendig, das Ding zu machen. Hat irgendwie kaum Resistenz, schadensmäßig Resistenz. Und der Bonuseffekt ist ja lachhaft mit dem länger atmen. Aber sie sieht gut aus, ja.
Also wenn ich mehr auf Optik als auf Nutzenwert lege, dann ist die auf jeden Fall empfehlenswert. Aber so, warte mal, wir können ja gleich mal ein bisschen Material hier noch mitnehmen. Wir können ja mal hier gleich ein paar Stängel mitnehmen. Oh nein, nicht zu den Ich muss doch hier wieder aufpassen jetzt. Ich will noch kurz die Dinger hier mitnehmen. Ich bin schon weg. Ich will nichts von euch. Ich will nur das Material mitnehmen. Ich will nichts von euch. Ich will euch nicht bei eurer Pups-Orgie stören da. Pupst ruhig weiter. Alles wird gut. So, jetzt muss ich hier wieder an den Wanzen, an den Larven vorbei, ohne dass die mich hier anknabbern wollen. Schnell durch. Bist du ein Fußball? Ich bin kein Fußballfan, ne. Ich schaue Fußball nicht so, muss ich sagen. Ich schaue Fußball nur, weil wird gerade im Chat hier gefragt. Ich schaue das nur, wenn irgendwie WM ist oder so, man einfach nicht drum rumkommt, weil wirklich alle davon reden. Dann schaue ich das mal so ein bisschen aus Solidarität, aber sonst ist mir das eigentlich. Ich schaue jetzt auch keine Bundesliga, das interessiert mich so ziemlich gar nicht. Es gibt nichts Unspannenderes als das. So. Ich muss mal hier jetzt reparieren. Platzzuweisung entfernen? Ich will das reparieren. Achso, ich muss es hier anklicken. Ja, genau jetzt. Scheiße, ich brauche Kiesel. Also hier. Hier war doch noch was. Hier, genau. Warte. So. Da können wir gleich noch ein paar andere Sachen eigentlich reparieren. Hier, warte mal, das Messer hier muss ja auch repariert werden. Und was muss noch repariert werden? Der Hammer? Oh, da brauche ich 5. Dann nehmen wir doch mal hier noch ein Ding raus. Noch irgendein Werkzeug, das repariert werden muss? Der Schaden, genau. Ja, komm, ach, reparieren wir den jetzt damit. Den hätte ich eigentlich auch neu craften können, aber egal. Da haben wir ja auch mal wieder ein bisschen was verbraucht, nicht schlecht. So. Jetzt würde ich sagen, erstmal Material rausholen hier unten. Wir brauchen ja wieder Faden, Spinnenseide für dieses Ding. Dann brauchen wir Saft? Nee. Warte mal, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Was brauche ich für dieses Seildings? Lehm, genau. Und die Stängel. Die Stängel haben wir. Warum kann ich jetzt hier wieder nicht raus jetzt? Lehm brauchen wir. Den hatten wir aber auch noch. Aber nicht genug. Da muss ich nochmal buddeln hier vorm Haus. Zum Glück ist ja das Lehm-Dings neu gespawnt. Genau. Nehmen wir uns doch das alles mal. Und hier nochmal trinken. Genau. Ja, nicht den Hammer rausholen. Ich wollte nochmal gucken. Lehm haben wir. Genau, ich brauche die Stängel noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achso, ich kann ja nur 5 tragen. Scheiße, ich muss die Ameisenrüstung anziehen, sonst kann ich nur 5 tragen. Ich will das nämlich auch gleich bauen, wenn ich den Blueprint setze. Damit ich da nicht irgendwie in Schwierigkeiten komme. Hä? Haben wir hier noch eine Ameisenrüstung drin? Hatten wir nicht oben am Rüstungsständer hatten wir doch auch eine. Lol, haben wir zwei. Ja, stimmt! Ja, wir haben ja 2 machen müssen wegen der Quest, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und vielleicht nochmal kurz speichern, bevor ich jetzt den Blueprint aufbaue. Wie gesagt, ich habe da ein paar Problemchen mit Abstürzen gehabt beim Bauen. Deswegen bin ich da grundsätzlich lieber immer etwas vorsichtiger. Als einmal zu wenig gespeichert. Lieber einmal zu viel gespeichert, ja, als einmal zu wenig. Ich will jetzt nicht Shift drücken, sonst verlasse ich nämlich wieder alles fallen. So, wir müssen ganz hoch. Oh. Dahin. Genau. Und wir wollen da rüber. So, jetzt ist die Frage. Warte mal, wäre es nicht eigentlich schlauer, hier noch so eine Plattform hinzubauen eigentlich? Ja, ich glaube, wir müssen hier noch so ein Dings hinbauen. Hier so. Jetzt ist die Frage. Warte mal, wie komme ich jetzt runter, ohne dass ich sterbe, aber das Zeug nicht fallen lasse? Probier mal was.
Ja, gut. Wenigstens liegt es alles auf einmal auf 1, 2, 3, 4, 5. Scheiße, 1 ist weg, wa? Oder liegt es irgendwo oben? Egal, wir haben ja genug. Nee, ich brauche hiervon noch was. Ich muss noch eine Grasplatte da hinsetzen, sonst haben wir da so wenig Platz dann da oben, wenn wir so viele Lines dann da zusammenführen lassen. Genau, schön platzen, genau. 2, 3, 4. Ach, weißt du was, ich nehme gleich mehr mit. Dann kann ich da gleich noch eine Platte da oben hinsetzen, dann machen wir gleich mehrere. 6 sind das jetzt. Ich schmeiß das nochmal weg. Wir brauchen noch ein bisschen was. Sehr gut. 2, 3, 8 Stück, genau. Können wir 2 Platten setzen. Hervorragend. Ach Gott, ich denk echt immer, da steht jemand. Bei diesen Rüstungsteilen da. Ich muss da unbedingt noch mehr Rüstungsstände aufbauen, aber ich denke, da ist eine Party oben. Dann kann ich mir einbilden, hier würde eine Party gefeiert. So. Jetzt hat. Ist das richtig hier? Snappt das richtig? Ich glaube ja. Schön einsetzen direkt. Nee, das war falsch gesnappt. Scheiße! Ist nicht dein Ernst! Ach, egal. Ich lasse es jetzt so. Und dann würde ich noch hier eins hinsetzen. Einfach damit wir hier oben ein bisschen mehr Platz haben. Hier darf ich keins hinsetzen. Da muss ich ja dann hochspringen. Aber hier kann ich eins hinsetzen. Okay, dann runter. Oh Gott, mein Gleiter ist ja fast kaputt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist halt ganz schön aufwendig, sowas zu bauen. Aber geht halt nicht anders, ne? Wenn man halt das machen will, dass man so ein Schnellreisesystem hat, muss man halt erstmal ein bisschen in Vorkasse gehen mit der investierten Spielzeit. Es geht halt nicht anders. Von nichts kommt nichts. So, jetzt hier. Die Rutsche baue ich hier genau auf die Kante rauf. Bam, gleich fertig gebaut. Genau, und da hinten kommt dann so ein bisschen unten auf die Pagode, so auf diesen auf diesen Überhang. Auf dieses Dächlein kommt dann der Ankunftsziel-Dings. Aber wir müssen, wie gesagt, ja erstmal uns da hochbauen. Also wir brauchen da eine Treppe hoch, beziehungsweise eine Leiter oder irgendwas. Oder Trampoline halt, ne? Trampolinturm. So, dass wir da auch landen können. Im Grunde da, wo jetzt gleich, genau, da, wo der Vogel landet. Da fragt man sich doch gleich, ist das wirklich so eine gute Idee, dort zu bauen? Schwierig, aber wir probieren es mal. Wir brauchen, glaube ich, ja eh erstmal noch ein bisschen mehr Material. Ich muss, glaube ich, auch mal hier den Gleiter austauschen. Die sind beide ja fast kaputt hier, ne? Naja, müssen wir mal gucken. Jetzt muss ich ja eh erstmal nicht weiter springen oder so. Gummi brauchen wir noch. Madenhaut. Gummi brauchen wir ja fürs Trampolin dann. Haben wir Gummi noch? Was brauche ich nochmal für Gummi? Materialien. Käfergummi. Ach ja, die Säuredrüsen, genau. Und Saft. Saft haben wir noch ganz viel. Säuredrüsen bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Warte mal. Eine. Und ich glaube, ich brauche 2-mal Gummi für ein Trampolin, richtig? Mal gucken. Ja. Das wird also nicht reichen. Das heißt, wir müssen nochmal Wanzen. Hier, nee, Larven müssen wir töten. Dann sollte ich die Marienkäferrüstung anziehen. Und dann holen wir uns doch noch mal ein paar Säuredrüsen. Bin ich mal gespannt. Und dann müssen wir uns hochbauen. Soll ich mich erst hochbauen? Nee, ohne Trampolin macht das keinen Sinn, sich hochzubauen. Glaube ich. Dann machen wir lieber erstmal mit Trampolin. Oder wir nutzen Treppen. Stirb. Ja, natürlich wieder keine Drüsen. Könnt ihr euch nicht mehr bewegen. Ah, Säuredrüse, sehr gut. Da wäre schon mal ein Trampolin drin jetzt. Aua. Hey, du kleines Schweinchen, lass das.
Ja, ich schmeiß die Larvenstacheln jetzt direkt weg. Ich brauche die einfach nicht. Ich lasse die direkt hier liegen. Ich brauche nur diese blöden Säuredrüsen. Das ist natürlich, was wieder nur so alle paar Larven mal am Start ist. Jetzt kommen hier mal ein paar. Stirb! Ah, jetzt stehen sie ja wieder Schlange, um ab hier fertig zu werden, weißt du? Okay. Yes! Wie viel habe ich? Drei. Drei Düsen. Ich habe drei Düsen. Komm her. Ich will noch eine Düse. Gebt mir eure Düsen. Yes! Mehr Düsen. Das sind schon zwei Trampoline. Ich glaube, mehr brauchen wir tatsächlich auch gar nicht, um da hochzukommen. Aber mehr ist immer lustiger. Fünf. Na, komm nochmal. Eine noch. Dann kann ich drei bauen. Immer schön herkommen, genau. Yes! Sechs Stück, nice. Und das kommt weg. Das kann die Ameise mitnehmen. Geil. Hier, Ameise, ich hab was für... Ja, dann halt nicht, wenn du schon hast. Dann können wir jetzt schon mal das Gummi herstellen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und dann gehen wir rüber zum Teich. Ne? Und machen das. Mal gucken, wie wir da mit dem Material klarkommen. Bin gespannt. Ich muss mal was essen. Ich hab nichts mehr. Scheiße, warte mal. Ich brauche die kleine Larve da hinten. Sonst verhungere ich hier ja. Nein! Bah! Stirb. Nein. Inventar voll. Und da wäre auch noch ein Wiewel, den ich essen kann. Ich wollte ja eigentlich Wiewel nicht mehr so oft aufessen. So, warte, was soll ich jetzt? Gummi machen. Ach komm, machen wir gleich mehr noch. Machen wir gleich sieben Stück. Dann haben wir ein bisschen was auf Lager noch fürs nächste Mal. Ja, toll, Käfergummi fallen gelassen. Käfergummi. Gummi, meine lieben Freunde. Gummi. Nur mit Gummi läuft das hier. Genau, das lassen wir gleich im Inventar. Den Lehm brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr, glaube ich. Den Saft auch nicht. Die Keurüstung brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir brauchen wirklich die Ameisenrüstung jetzt eigentlich mehr. Dann lasse ich die Keurüstung jetzt hier. Brauchen wir den Atemhelm? Eigentlich brauche ich kein Material von unten, vom Grund des Sees. Das kann ich eigentlich auch hier lassen. Die Seidenseil. Ja gut, das können wir auch mitnehmen. Werkzeug wird gebraucht. Auf jeden Fall. Essen wird gebraucht. Warte mal. Wiewel. Mein Freund. Ja, ich kann ja nichts dafür. Oh, ihr habt euch wieder vermehrt. Nicht schlecht. Wiewel, das tut mir jetzt immer in der Seele weh, aber was soll ich machen? Du bist nun mal lecker. Den lasse ich leben. Wir müssen ja auch darauf achten, dass die Population sich wieder erholen kann. Wir wollen ja hier nicht alles wegplatzen. Hier, den brutzel ich mir jetzt mal, den Brutzler. Larven muss es doch hier noch geben irgendwie. Hier, diese kleinen, nicht Larven hier, wie heißen sie denn? Blattläuse. Ah, warte mal, Wasser, genau. Hier. Na schnell. Da. Stopp. Blattlaus? Nix am Start. Sieht sehr traurig aus. Schade, dass man die Spinnenbrocken nicht essen kann. Die sehen so groß und saftig aus. Lecker Spinne. So, der Brutzler ist durch. Ich brauche ja noch Frühstück, verdammt. Das reicht doch hier nicht, was ich hier an Essen habe. Ich werde jämmerlich verhungern. Ich muss den Wiewel töten, es tut mir leid. Wiewel, es tut mir leid. Ich muss dich umbringen. Es ist für einen guten Zweck. Nice. Das ist alles für die Wissenschaft. Und für die Ernährung der Welt. Ah ne, warte. Den hängen wir mal ans Rack.
Den müssen wir ja dann mitnehmen. Gut. Ich suche mir noch eine Blattlaus. Und dann bauen wir da drüben dann dieses Gerät. Dieses Riesengerät. Es ist... Es gibt's doch nicht, ey. Ist nichts mehr da? Hier sind keine... Keine Blattläuse unterwegs. Ist wie ausgestorben hier. Was ist denn hier los? Das Ökosystem ist zerstört. Ich hab's geschafft. Ist alles kaputt. Ist total kaputt. Mist. Kacke. Naja, egal. Da muss ich halt jetzt... Gehe ich jetzt ohne Essen dahin? Ich meine, es ist ja gerade, wird ja gerade auch Nacht. Wir können ja dann im Teichlabor schlafen. Eigentlich. Ist es fertig hier? Ja, ist leider nichts fertig. Egal. Wir nehmen jetzt Zeug mit und schlafen dann im Teichlabor. Muss ich nur gucken, dass ich alles dabei habe. Weil ich glaube, ich habe alles dabei. Ich glaube, ich brauche hier nichts weiter. Wobei, warte mal, wir könnten eigentlich gleich hier Spinnenseide en masse mitnehmen. Weil dann können wir nämlich gleich die Verbindungen vercraften. Zwischen den Positionen. Oh Gott. Gibt's ja auch noch was? Gut, ich reise jetzt dahin. Ich mach das jetzt. Moment mal. Ich brauch wirklich mal dringend einen neuen Gleiter. Bräuchte ich mal wirklich ganz dringend. Juhu! Ich bin eher Fan europäischer Küche. So Spießbären. Nee, was? Spießbraten aus Bär mit Zwiebelsoße. Was? Wer frisst denn Bären? Das ist doch Kannibalismus. Das geht doch nicht. Also ich bin eindeutig dagegen. Da müssen wir hin. Leider können wir ja nicht darüber. Da müsste man... Naja, man könnte, aber man müsste halt bauen. Ne? Man müsste sich halt rüberbauen. Und da müsste man ja da auch wieder Fundamente drunter setzen, damit das geht. Also keine Ahnung, aber ich glaube, das geht ohne Fundamente nicht so. Ich weiß nicht, ob man auf die Seerosenblätter Fundamente setzen kann. Ich glaube, wir gehen lieber auf Nummer sicher und fangen von da hinten an. Da ist ja auch Material zum Bauen. Das sind ja die Stöckchen, die können wir ja auch benutzen. Ich muss nur schauen, ob wir da auch Gras haben, das wir fräsen können. Wir hätten halt welches oben auf der Mauer, aber da kommen wir, glaube ich, nicht so einfach hoch. Das ist ja außerhalb des begehbaren Bereichs eigentlich. Also man kann da zwar hinlaufen, aber man soll da ja noch nicht rumlaufen, weil das ja noch nicht fertig ist. Hey, warte mal, kann ich jetzt nicht einfach auf den Kescher rüber? Warte mal, dann muss ich nicht den ganzen Weg da drum rumlaufen. Das ist, glaube ich, die schlaue Variante hier. Muss ich nicht da ewig rumdengeln. So, warte, laden. Genau, guck mal, einfach auf den Kescher rauf und dann läuft das. Nice. Was ist das für eine Spannungsmusik hier? Krass. Scheiße, da gibt es nur trockenes Gras. Na toll, da muss ich wieder für die paar Grashalme, die wir dann für die Plattform brauchen, einen halben Kilometer laufen, ey. Ich korrigiere. Dezimeter. Da muss ich wieder haufenweise Dezimeter zurücklegen. Damit ich da rankomme. Aber wenigstens hier die Stängel, Unkrautstängel gibt es hier. Immerhin etwas. Oh, da ist der Vogel da hinten. Na, wo landet er? Auf der Pagode. Ja, da kommen wir auch gleich hin. Pass mal auf. Hier gibt es irgendwo Raw Science. Das kann doch nur irgendwo unten im Wasser ein Zugang in der Höhle sein. Weil hier in der Wand ist doch offensichtlich nichts. Also ich sehe hier nichts. Hey, hier gibt es Nektar. Warte mal, den können wir mal mitnehmen. Können wir essen und trinken damit. Ich sag euch, da ist irgendwo unten... Hatte ich eigentlich jetzt den Taucherhelm mitgenommen? Ne, den habe ich jetzt nicht mitgenommen, natürlich. Shit. Kann man die Blume... Die kann man nicht fällen, oder? Ich will mal kurz gucken. Ne, geht nicht. Scheiße. Na egal.
Ich kann ja hier schon mal die Unkrautstängel mal umhacken. Können wir das nämlich schon mal mitnehmen. Und schon mal so eine Art Brücke vielleicht vorbereiten, wo man ein bisschen leichter dann rüberkommt. Yo, das war ein Mikado-Haufen. Nicht schlecht. Gib mir das. Ach ja, falsche Rüstung. Ja, ja, ja. Ich hab's schon wieder nicht berücksichtigt, habe ich das nicht. Das hätte ich wohl besser berücksichtigen müssen, dass ich da die richtige Rüstung brauche. Auf der Pflanze ist die Rosa. Echt? Ich habe da nichts gesehen. Okay, gucke ich gleich nochmal. Hey, hier ist ja ein Weevil, Mensch. Oh oh. Okay, die Ameise hat gerade keinen Bock auf Weevil. Interessant. Ja, das ist ja jetzt ein Ding, ey. Da müssen wir das Material ja ganz schön weit tragen. Aber so ist das eben, ne? Wenn man was reißen will. Ich glaube, da werde ich auch einen großen Teil davon offscreen bauen. Ohne Aufnahme, kann ich mir gut vorstellen. Weil das dauert natürlich sehr lange. Also erstmal das Material dahin zu schaffen. Dann dabei nicht ins Wasser zu fallen. Ja. Und dann auch hochbauen noch. Wir müssen uns ja quasi außerhalb der Pagode auch hochbauen. Also... Sonst kommen wir ja nicht oben drauf. Da gibt es ja von innen keinen Gang nach außen, glaube ich. Das heißt, wir müssen ja uns von hier hinten so hochbauen. Warte. Ja, hier ist zum Beispiel auch kein fester... Hier, von hier müssen wir uns bauen. Hier. So, warte. Fangen wir mal gleich damit an. Warte, so, ja, ich gehe ein bisschen weiter nach vorne. Wie weit kann ich denn vorgehen? Okay, hier geht's nicht mehr. Hier bis hierhin kann ich gehen. Ist das jetzt zu weit? Warte, nicht. Nee, das geht eigentlich. So, dann weiter nach oben. Ich baue mal gleich den Blueprint fertig, damit hier gar nicht erst irgendwie was abschmiert. Genau, und jetzt müssen wir da halt auch Plattformen hinbauen, ne? Damit man da dann die Trampoline hinstellen kann. Gut, für das erste Trampolin brauche ich keine Plattform. Das kann ich auch einfach so hinbauen. Warte. Ja, genau, das können wir einfach hier hinstellen. Das mache ich jetzt hier drüben, würde ich sagen. Behaupte ich jetzt. Ach, scheiße, die Stängel fehlen ja. Die Sprösslinge. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Okay, ach, scheiße, da müssen wir die ja auch noch holen. Ah. Ah, okay, ja, ich gehe ja schon. Ich hole sie ja schon. Die habe ich voll vergessen. Natürlich, hier wächst natürlich wieder nichts dergleichen, weißt du? Da muss ich wieder an den Arsch der Welt. Ach, Mann. Ach, Mann. Das war doch klar. Das war doch sonnenklar wie Kloßbrühe. Spielbär ist süchtig nach Schnellreisen. Ja, wer nicht, frage ich mich. Wer nicht? Es gibt ja kein Schnellreisesystem in dem Spiel, außer die Seile. Dann will ich das natürlich auch nutzen, ne? Die Seilwinden finde ich schon ganz cool eigentlich. Oh, die Ameise hat Weevil doch umgebracht. Mörder! Sagt der Richtige. Meister! Nice. Hä? Okay. Ich glaube, ich gehe weg. Die Ameise rastet voll aus. So, sind hier Sprösslinge? Nee, ne? Das sieht nicht so aus. Fasern gibt's hier. Aber keine Sprösslinge. Na, toll. Na toll, da muss ich wieder ganz weit weglaufen. Da muss ich wieder in die Wiese laufen. Da hinten. Na toll. Der Weg zur Leiterbahn. Die Leiterbahn. Ja, Leitern kann man ja hier Leitern nicht bauen. Das ist, finde ich, sehr schade, dass das nicht geht. Dann könntet ihr mich nämlich immer daran erinnern, dass ich jetzt Leitern bauen kann. Aber geht ja leider nicht. Leiter. Geht ja Leiter nicht. Das ist schon irgendwie doof. Da sieht man erstmal, was man hat, wenn man Leitern bauen kann. Wenn das mal nicht mehr geht. Wo wären wir ohne Leiter? Hier gibt es keine Sprösslinge. Ich werde wahnsinnig. Das ist doch nicht euer verdammter Ernst. Dann kann ich aber auch gleich Gras mitnehmen. Sätze wie in diversen Berliner Parks. Warte. Hier wächst was. Sehr gut.
Da bediene ich mich doch gleich mal. Wie viel brauche ich? 4? Ich nehme gleich mehr mit. 2. Ich nehme gleich 8 mit. 4, 5, 6, 7, 8. Das hier ist wieder Überschuss. Gibt's nicht. So, warte, jetzt brauche ich noch Gras. Ich brauche so einen richtigen fetten Grasbüschel hier. Einen richtigen großen. Hier so einen. Yes! 1, 2, 3, 4, 5, 7? Was? Fehlt hier nicht noch eins? Hier. 8. Nice! Man muss dann auch schon richtig in die Vollen gehen und gleich alles mitnehmen. An der Stelle ist diese Folge Grounded auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Grounded, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Grounded. Bis dann, ciao, ciao.